erzählt mal bitte einmal ganz kurz, was ist das für ein Film? Wie seid ihr dazu gekommen? Was ist der Hintergrund davon? Also es ist ein Musikvideo für die Band The Vagabonds. Und wir sind dazu gekommen, weil wir die Vagabonds gut kennen und haben auch schon 2 Musikvideos für sie gedreht und hatten einfach Lust auf noch mehr Filme machen und das hat sich gut getroffen. Und wie ist das jetzt, wenn euer Film jetzt auf so einer großen Leinwand läuft? Wie hat sich das für euch angefühlt? Es hat sich schön angefühlt. Also ja, ich war vorher ein bisschen aufgeregt, aber dann den nochmal zu sehen, es war schön, ja. Hast ja die Kamera gemacht, was dazu erzählen? Die Kamera war ja sehr besonders bei euch, sah ja alles sehr schön aus und Hamburg ist auch so gut rübergekommen. Wie hast du dir das überlegt? Wie hast du gearbeitet als Kameramann? Das Ganze ist ja ein bisschen so mit einer ziemlich Offenblende gefilmt, das Ganze so. Und das passt ganz gut zum Stil, finde ich, auch zu der Geschichte, dieses Alleinsein, der ab diesem Punkt kommt, wo sie halt alleine gelassen wird am Fischmarkt. Und die Location passt auch ganz gut dazu, also zu diesen schönen Bildern einfach. Und genau, das war so das, was wir uns da vorgenommen haben. Und wie wichtig sind die Reaktionen des Publikums da für euch? Das ist natürlich wichtig. Also dafür ist der Film ja da. Es geht auch um die Werbung der Band, aber natürlich auch um uns als Filmmacher. Wenn es gut ankommt, dann ist es ein gutes Video. Wie geht's jetzt weiter mit eurem Film? Keine Ahnung. Wie geht's weiter, Leute? Sobald wir Zeit haben, machen wir was Neues, würde ich sagen. Okay, dann vielen Dank.